Was nicht alles nicht geht, liebe Freunde der Blasmusik, willkommen beim Neulenkbar-Vlog. Schön, dass ihr dabei seid. Wir fahren jetzt wieder nach Hause und ihr seht mich schon in der Arbeitskluft. Das bedeutet, dass ich schon höchst erfolgreich heute am Traktor war. Das war es dann aber auch schon. Ich war erfolgreich am Traktor, aber nicht beim Sandholen, denn das Sandholen hat fehlgeschlagen, weil ich zu spät war. Die Fahrer waren schon alle weg. Tja, da muss der Herr Schmatz wohl früher aufstehen, ist das Motto. Ein wunderheißer Tag soll es heute wieder werden. Eine Hitzewelle, wenn man den österreichischen Nachrichten Glauben schenken sollte, was ich jetzt nicht unbedingt tue. Bei mir stellt sich die Frage, ob ich heute was EDV-mäßig mache oder ein Feld betoniere. Für ein Feld sollte der Sand noch reichen. Mit den Bedürfnissen der Vorwoche würde ich eher zum Feld tendieren. Mit den körperlichen Ermüdungserscheinungen würde ich eher nicht zum Feld tendieren. Es ist sehr schwierig. Ja, und da fällt der Decker. Es gibt einige Erkenntnisse. Ich bin wieder mal am Lesen. Und gestern bin ich wirklich docking wie ein Waschlappen. Ich war so fertig, und jetzt physisch und alles. Und es war echt, echt, echt schwierig. Naja, mal schauen, ob ich es heute auf die Runde kriege. Übrigens ist ja die Kartoffelwoche vorbei und die Suppenwoche ist eigentlich zu Suppentagen geworden, denn die Suppe ist aus, also fast aus, ein bisschen was ist noch da. Da stellt sich dann die Frage, was wir essen werden in den nächsten Tagen. Meine Frau hat schon gemeint, sie hätte gerne mal diese Fischstäbchen wieder und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich die auch will. Aber wir werden es herausfinden. Die Frage ist, was man dazu isst. Wahrscheinlich isst man Reis dazu und das ist dann noch weniger interessant für mich, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist schon wieder so eine Baustellenschütte. Die haben dieses Haus ernsthaft da am Restaurieren. Aber sie machen es ungeschickt, sie machen eine Gasheizung. Ich glaube, die Gasheizung ist das Ungeschickteste, was man im Moment machen kann, oder? Die tun sich ja da voll gerade mit dem Gastheater machen. Ich meine nicht, dass man das alles glauben sollte, was man da so hört, aber das ist wieder dieses Grünzeug, was den Spiegel, die Sicht verhindert. Ja, das muss man, also kann man verfolgen. Ja, ich lehne mich jetzt mal für dieses Jahr zurück mit dem Heizen, solange es ein bisschen Strom gibt, dass meine Pumpen laufen. Wird das schon gehen, wobei ich ehrlich gesagt schon am Überlegen bin, ob ich da eine Alternative haben werde im Herbst. Das könnte recht kurzfristig passieren, sage ich mal. Genau genommen hätte ich ja sogar ein Solarpanel. Wenn ich dieses eine Solarpanel nutze, werde ich wahrscheinlich sogar in der Lage sein, die Pumpen zu betreiben. Die Frage ist nur, ob ich mir das antue, denn das Solarpanel ist am Elektrofahrzeug und das Elektrofahrzeug ist im Lager und zwar ganz hinten, hinter zwei Booten. Ach, die Boote. Die Boote sollte man auch an den Mann bringen. Naja, ihr seht also, der Kopf rotiert. Ich werde jetzt höchstpersönlich versuchen, ein Feld zu machen. Das ist jetzt mal der Plan. Ob es gelingt, weiß ich nicht, aber ich werde es versuchen. So ist das Konzept. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und hattet ein wunderprächtiges Wochenende. Denn das Wochenende ist ja das Schönste von uns überhaupt. Nicht wahr? Und überhaupt, denn so lang ist dieses Wochenende, da gibt es ja dann überhaupt nichts mehr zu meckern. Da weicht schon jemand 10 Kilometer, bevor ich da bin, aus. Das ist sehr nett von ihm. Damit haben wir da keine Konflikte im Gegenverkehrsbereich. Tja, genug geschwafelt. Willkommen und bleibt dran, ihr seht die blauen Wolken und die grüne Musik. Mehr kann man sich ja gar nicht wünschen, das ist von und zu überhaupt perfekt und los geht's! Das war gar nicht so schlecht. Ich habe ein Feld betoniert. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es perfekt ist, aber nach den anfänglichen
Problemen, sich zu überwinden zu müssen, um zu betonieren und vor allem die Schalung zu machen. Also der schlimmste Moment ist, wenn der Holzrahmen, die Schalung fertig ist und man die Mischmaschine anstecken soll. Das ist so der Punkt, an dem nichts geht. Also da stecke ich total. Na, wie dem auch sei. Der Sandwagen steht noch hier. Ich bin leicht beunruhigt, denn es sind überraschend viele Wolken plötzlich am Himmel. Und so meine 43 Jahre Lebenserfahrung sagen, das schaut nach Regen aus, Bulli. Wenn es hochkommt, sogar ein Gewitter. Da ist jetzt die Frage, mache ich weiter oder nicht? Ich meine, klar ist, dass ich gerade auf dem Weg bin, um Zement zu holen. Das ist schon mal fix. Die 80 Euro irgendwas investiere ich jetzt mal. Nur ob ich dann wirklich mische, das Problem ist, ich kann jetzt nicht mischen, obwohl es noch Zeit wäre, bis der Junior kommt, weil ich keinen Sand mehr habe. Und ich meine, es ist wirklich aus. Also das Feld ginge sich nicht mehr aus mit den Resten, die da sind. Jetzt fahre ich mal schnell um den Zement. Gegen Mittag habe ich eventuell eine Chance, einen Sand zu kriegen. Und wenn ich den kriege, dann freue ich mich und werde nochmal betonieren. Das ist so der konkrete Plan jetzt im Moment. Ob er was wird, werden wir dann sehen. Ansonsten macht sich schon der Hunger breit. Ja, wer hätte das gedacht, dass ich heute auch hungrig werde. Unglaubliche Dinge geschehen. Und kein Schimmer, was halt gekocht wird. Das Brot ist ja unlängst schief gegangen. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder Lust habe, nochmal ein Brot zu probieren. Das ist immer so. Wenn man eine Weile keine Brote gemacht hat und dann Ofenwechsel ist, also von Gas auf Holz oder von Holz auf Gas, Riesenproblem. Das überfordert mich maßlos und dann haben wir auch kein gescheites heißes Wasser, weil die Sonne ja nicht so motiviert scheint, dass der Pufferspeicher sich erwärmen würde. Also es sind lauter so kleine Herausforderungen. Egal, wir werden das schon schaukeln und hinbekommen, das ist der große Plan. Ich denke, es wird heute Nudeln geben. Ehrlich gesagt haben mir diese gefüllten Tortellini gut geschmeckt, die wir unlängst da hatten im Gasthaus. Das müsste man selber machen. Die Frage ist, wie man so eine leckere Kräuterfüllung, Kräuterkäsefüllung selber hinbekommt. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Meine Frau macht hin und wieder diese zusammengeklebten Tortellini-artigen. Ich weiß aber, dass das ein enormer Aufwand ist. Und ein Aufwand in einem Ausmaß, an dem ich mich nicht beteiligen möchte. Vorsicht, die Allergie. Danke. Tja, so läppert's dahin. Bin auch immer hoch motiviert. Vor allem schon mal, dass ich nicht vom Computer sitze. Das ist schon mal ein riesen Qualitätsgewinn, wenn man nicht vorm Computer sitzt und sich damit mit Theorie vollballert, sondern dass man wirklich seinen Körper einsetzt für mehr oder weniger unproduktive Dinge. Kommt jetzt der LKW, vor dem fahren wir aber noch. Geht sich alles wunderbar aus. Ja, das sind so die Überlegungen. Die Leute, die Kollegen, die Konkurrenz vom Flipperstein Schmatz drüben, die haben sich sogar gefreut, dass es mir gut geht. Stellt euch das vor, ich bin total perplex. Wir freuen uns, ich freue mich, dass es dir gut geht. Ja, ich freue mich auch, dass es mir gut geht. Oder? Ja, ich freue mich nur, wenn es mir gut geht. Was ja nicht immer ist, aber doch verhältnismäßig oft. Die Allergie greift mal voll zu. Wahrscheinlich ein Schmetterling muss ich euch berichten. Da ist ein Schmetterling. Ich habe mein Betonfeld betoniert. Ja? Dann kommt da ein Schmetterling daher. Und zwar ein ganz fescher. Der ist fast so fesch wie ich gewesen. Und hat sich, während ich abgezogen habe, auf meinen Arbeitshandschuh oben drauf gesetzt. Ich war total irritiert. Wie gibt's denn das bitte? Wieso macht er denn das? Dann ist er weggeflogen und ist wiedergekommen, hat sich wieder auf meinen Arbeitshandschuh gesetzt. Der hat überhaupt keine Hemmungen. Also ich verstehe es überhaupt nicht, aber so ist es. Ja, lauter spannende Dinge in meinem Leben. Vielleicht freunde ich mich mit der Natur auch noch an. Der Dr. Wahnsinn ist ja so ein Naturfreund. Ein umweltbewusster Mensch. Würde ich mich jetzt nicht so dazu zählen. Man könnte jetzt sagen, bei der Ernährung habe ich so Ansätze in die Richtungen, aber so weltlich, naja, andererseits, ich verwende hauptsächlich gebrauchte Handys. Vielleicht bin ich umweltbewusst. Was meint ihr, bin ich umweltbewusst? Ich war mal ein urmotivierter Mülltrenner in der Hauptschulzeit. Da könnte ich euch, wenn es euch interessiert, was Längeres drüber erzählen. Über Mülltrennung könnten wir uns mal unterhalten am Sonntag. Was haltet ihr davon? Sollen wir das machen? Habt ihr Lust?
dann ein kleines Kommentar drunter und wir wissen schon, was wir am Sonntag machen. Das wäre doch ein super Plan. Ja. Ich bin übrigens fast angekommen, werde jetzt hineinstürzen und die klassischen 15 Sack schwarzen Zement ordern. So mache ich das jetzt. Das war knapp mein Anhänger, aber es ist sehr ausgegangen. Covid-Zahlen und Fakten. Am 20.06. sind keine Daten vom offiziellen Dashboard übertragen. Das war's schon. Kurz und bündig. Damit brauche ich euch nichts einblenden. Ich bin begeistert. Es ist urspät. Der Kranz ist groß, weil sich alles verzögert. Das Planschbecken löst sich in Luft auf. Und ich habe einen Kundentermin übersehen, zu dem ich jetzt aber ruckzuck los muss. Also, tschüss, sage ich nur. Bis morgen. Bis später. Bis dann am YouTube-Kanal und so. Ihr kennt es euch aus.